Während sich Fußball-Deutschlands verlorener Sohn Günter Netzer in Madrid für Peseten abrackert, ist die deutsche Fußballfamilie wieder einmal sauer auf den Abtrünnigen. Denn Günter Netzers Superstar stolperte über skandinavische Waden. Gastarbeiter Netzer war den Fans nie so ganz geheuer. Manche halten ihn für eine Diva, andere stoßen sich an seinem Playboy-Image. Ich glaube nicht, dass ich ein typischer Fußballer bin. Das haben mir auch andere Leute bestätigt. Das ist kein Kriterium für mich. Ich bin nicht stolz darauf, keiner zu sein. Ich glaube, dass ich keiner bin infolgedessen, weil mein Leben zu unkonventionell ist. Ich mache also Dinge, die man nicht von einem, wie man sagt, typischen Fußballer erwartet. Ich habe Freunde, die sehr, sehr berühmt sind, die berühmter sind als ich. Ich bilde mir nichts darauf ein, es hat sich nur so ergeben. Und mache auch sonst sehr viele Sachen, die sehr unkonventionell sind, die in das Image eines typischen Fußballers nicht hineinpassen, sagen die Leute, sage nicht ich. Was sind das für Sachen zum Beispiel? Ja, dass man... Das sind im Grunde genommen Sachen, die jeder normale Mensch auch macht, dass man also verheiratet ist. Ich bin nicht verheiratet, sage, dass wir beide, meine Freundin und ich, das nicht brauchen, diesen Trauschein. Dass ich zum Beispiel teure Autos gefahren habe die ganze Zeit, weil ich gesagt habe, es hat mir Spaß gemacht, teure Autos zu fahren, obwohl alle Leute geschimpft haben, wieso kann er dieses machen? Ich kenne sehr viele Schauspieler, Filmregisseure und alle Leute haben gesagt, er ist geltungsbedürftig und es ist keineswegs so, es ist nur so, dass ich mich mit diesen Leuten außergewöhnlich gut verstehe. Vor 9 Monaten nahm er Abschied von der deutschen Society und in Spanien fehlen ihm noch illustre Freunde. Eine karge Zeit für Netzer, zumal er daran gewöhnt war, von den Spitzen der Gesellschaft verhätschelt zu werden. Die Fußballer sind heute in das gesellschaftliche Leben integriert. Dazu können die Fußballer am wenigsten zu. Es gibt Leute, die sich um die Gunst der Fußballer bemüht haben, weil sie halt jeden Tag in den Zeitungen stehen, weil sie riesige Stories machen und weil sie beliebt sind bei dem Volk. Der 29-Jährige, der zum kleinen Kreis der Fußballaristokratie gehört, durfte mitreden, als ihn sein deutscher Verein an Real Madrid verkaufte. Seine Kollegen mit weniger Marktwert dagegen sind bestenfalls gut entlohnte Leibeigene ihrer Vereine. Über sie wird beim Verkauf verfügt. Der Berufsfußball hat das Stadium des Feudalismus erreicht. Und wo es nur ums Geld geht, wird die angeblich schönste Nebensache der Welt zur Farce. Sieht Netzer diese Problematik? Ja, es gibt einige Länder, wo es echter Sklavenhandel ist. Das ist schon richtig. In Deutschland ist es, glaube ich, noch nicht so weit. Die Spieler haben schon einigen Einfluss auf das, was der Verein mit ihnen vorhat und mit ihnen machen will. Aber zum Beispiel in Italien und vielleicht auch etwas in Spanien ist es so, dass sie doch mehr und mehr Werkzeug ihres Vereins werden. Ich meine, das braucht nicht unbedingt Sklavenhandel zu sein und auch nicht schlecht zu sein, weil die Spieler ihren Wert haben und ihren Wert an den Verein verkaufen. Das ist ein Handel, den der Fußballspieler mit dem Verein betreibt. Und ich finde das auch in Ordnung so. Er verkauft seine Ware. Seine Ware ist, Fußball zu spielen. Verkauft er an den Verein. Und dem Verein ist es eine bestimmte Summe wert. Und infolgedessen kann er damit handeln. Für mich ist ein Geschäft wie jedes andere. Und wenn es ums Geld geht, vergisst Netzer sein gewohntes Phlegma. Denn wenn er morgens zum täglichen Training zu spät kommt, muss er pro versäumter Minute 5 Mark Strafe zahlen. Wie jeder andere Realspieler auch. Trotz 5-stelliger Wochengage beflügelt das seine Schritte erheblich. Netzer zum Mythos Netzer. Ja, ich habe am wenigsten getan, um diesen Mythos überhaupt entstehen zu lassen. Es sind im Grunde genommen Dinge gewesen, die Presseleute an mir entdeckt haben und über mich geschrieben haben. Und ich meine, ich hatte keine Veranlassung, es zu verhindern. Es sind teilweise sehr gute Stories gewesen, teilweise sehr schlechte. Und das alles hat, glaube ich, ein Image gebildet, was Gott sei Dank zum überwiegenden Teil richtig ist inzwischen. Aber das ist für Ihre Geschäfte auch nicht uninteressant? Keineswegs. Ich habe die geschäftlichen Dinge dabei nicht außer Acht gelassen. Ich bin der Meinung, dass wenn ein Spieler sich viele Jahre im Fußball so quälen muss, es dauert wirklich lange genug, bis man an der Spitze ist, bis man so viel erreicht hat, dass er dieses irgendwie auswerten muss. Dass er für seine Zukunft vorsorgen muss und dass er seine Publizität tatsächlich richtig verkauft. Und dieses, glaube ich, habe ich in sehr, sehr frühen Jahren begriffen und habe es bisher auch immer so gehandhabt. Und damit ist er wieder bei seinem Lieblingsthema, dem Geschäftemachen. Im Hotelzimmer, das er seit Herbst 73 bewohnt, hat er viel Zeit, um über Kommerzielles nachzudenken, über sein Restaurant, seine Diskothek, seine Werbefirma. Von einer spanischen Agentur ließ er sich anwerben, um für ein Haarwuchsmittel zu posieren. Mir hat mal ein Spieler gesagt, dass mein Selbstvertrauen schon eine Frechheit sei. Und ich habe mir das sehr genau gemerkt, weil ich also weiß, dass es zum größten Teil stimmt.
Ich habe so viele Rückschläge erlebt im Fußball durch Verletzungen und durch andere Sachen, dass ich im Grunde genommen schon total mein Selbstvertrauen hätte verloren haben müssen. Aber manchmal ist es doch schon sehr schwierig, diesen Erfolgszwang zu bewältigen, nämlich was die Leute das ganze Jahr über von einem erstklassigen Fußballspieler erwarten, ist auf die Dauer gar nicht zu halten. Mich persönlich belastet das etwas. Es geht nicht, dass man als Zuschauer auf den Platz geht und sagt, ich habe jetzt mein Eintrittsgeld bezahlt, ich habe jetzt alle Rechte erkauft damit und auch alle Rechte erkauft, diesen Spieler jetzt in erstklassiger Form zu sein. Netzer, von der Presse oft als Frauenheld hingestellt, als Partylöwe, ist in Wirklichkeit wenig kontaktfreudig. Er ist sich selbst genug. Dabei fehlt es ihm nicht an Freizeit, denn sein Verein beansprucht ihn noch nicht einmal 20 Stunden in der Woche. Solange noch seine Freundin in Deutschland ist, führt der Einzelgänger Netzer das Leben eines Einsiedlers. Ja, ich glaube nicht, dass ich durch meine Erfolge erst Individualist geworden bin. Das entspräche nicht meiner Mentalität. Es ist so, dass ich im Grunde genommen schon von frühester Zeit Individualist war, allerdings nicht so ausgeprägter, wie es im Augenblick ist. Durch die Erfolge ist es natürlich viel, viel leichter, seine Dinge zu verantworten, die man nun sagt, die man nun tut. Und ich glaube auch, dass es mit mir so gegangen ist, dass je mehr Erfolge gekommen sind, desto leichter ließen sich diese Dinge vertreten, die ich gesagt habe. Und die Leute haben dann auch das viel, viel anders gesehen, als wenn das ein Unbekannter gesagt hat zum Beispiel. Seine Spanischkenntnisse verdanke er nicht zuletzt seiner Ausdauer vor der Mattscheibe, sagt Netzer. Und es soll nicht das schlechteste Spanisch sein, das er spricht. In einem Villenvorort von Madrid hat er ein Haus gemietet, aber die Handwerker lassen ihn warten und seine Möbel stehen noch beim Zoll. So lebt er seit Monaten aus dem Koffer. Die 40 Quadratmeter seines Hotelzimmers sind für ihn zum goldenen Käfig geworden. Sie haben sich mal als Unterhaltungsmensch bezeichnet. Ich glaube, das ist übertrieben. Ich habe mich nicht als Unterhaltungsmensch bezeichnet. Ich habe nur gesagt, dass das Fußballspiel, was ich betreibe, vielleicht etwas in die Unterhaltungsbranche hineingeht, weil ich doch auf dem Fußballplatz nicht eine Show mache, das wäre übertrieben, aber durch Gestik mehr tue zum Beispiel als die anderen Spieler. Diese Gestik ist im Grunde genommen doch wieder zweckbedingt, weil ich glaube, ein Spieler zu sein, gegen den andere Spieler sehr viel faul spielen. Und ich muss durch diese übertriebene Gestik den Schiedsrichter aufmerksam machen, dass übertrieben faul gegen mich gespielt hat. Das ist meine einzige Waffe, die ich habe. Glauben Sie, dass Sie Allüren haben? Dass Sie Star-Allüren haben? Ich weiß gar nicht, was das ist, Star-Allüren. Und das muss anscheinend was sehr, sehr Schlechtes sein, weil alle Leute immer davon reden, von Star-Allüren, wenn ihnen ein Mann nicht passt. Ich glaube, dass ich das in keinem Fall habe, weil ich mich bemühe, immer mein Leben zu leben, wie ich es für richtig halte, wie es sich in etwa vereinbaren lässt mit der Gesellschaft. Ein Verein wollte durch prominenten Import der Mittelmäßigkeit entgehen. Aber die wahre Netzer ist nicht unversehrt. Seine Anfälligkeit für Verletzungen macht den Starkicker zum bekanntesten Fußballinvaliden auf Zeit. Geschäftsrisiko. Hier in Spanien habe ich mehr Freizeit, als ich in Deutschland gehabt habe. In Deutschland habe ich viele Geschäfte gehabt, die mich tagtäglich sehr beansprucht haben. Ich freue mich, dass ich hier etwas mehr Zeit für mich habe, tatsächlich mal über all diese Dinge nachzudenken, die ich später machen werde, die ich schon gemacht habe. Und kann also sagen, dass es meiner Entwicklung sehr, sehr gut getan hat. Aus dem geschäftstüchtigen Fußballspieler ist ein fußballspielender Geschäftsmann geworden. Beim Welttreffen der Balltreter sollen Netzer Pässe das Spiel der Deutschen adeln. Aber sein letzter Auftritt auf deutschem Rasen verschlechterte seine Bilanz. Die Aktie Netzer ist gefallen.